Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Also willkommen zu einer neuen Folge Emergency von Mats mit der Bibelfelde Mod. Wir liegen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Da kommt schon der Notarzt. Wir brauchen noch einen Streifenwagen. Gucken wir uns den hier mal. So, fährst du mal nach hier. So. Und die Anwohner wundern sich bestimmt. Was ist denn hier los? So ein großes aufgebaut. Aber der kann seine Blaulichter gar nicht anmachen. Ich weiß gar nicht, ob man den zum Notfalleinsatz alarmieren kann. Jetzt ist die Frage an sich, fängt sie nochmal an zu reanimieren oder nicht so? Sie bringt den Lungenkoffer mit. Das ist eigentlich blau, wenn die da einen roten dann haben. Was hat sie denn da? Den Helm? Den Kreis... Also meiner Meinung nach, ne? Kreislaufkoffer. Und der blaue ist Lungenkoffer, sag ich's mal so. So, Strecke ist wieder frei. Schon unterwegs. Könnt ihr auch gleich auf Streife gehen. Drei. Drei. Auf die 2. Gut, ihr könnt wieder beidrehen. Ja. Ihr auch. Polymanzei übernimmt. Ganz auch Status 2 wieder. Papa. Ja, wie der wohl gestorben ist. Was gibt's? Oder muss da jetzt die Kripo kommen? Gibt es überhaupt eine Kripo? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, ne? Papa. So, du machst bitte die gesamte Busspur platt. Hätte ich mal. Masse platt! Patz! Setz dich rauf. Papa. Mach mal dein Blaulicht aus, bitte. Ist ja nicht unnötig. Viel Aufmerksamkeit erregen, dass hier eine Leiche mitten auf der Straße liegt. Einfach so. Pff. Ja, da liegt eine Leiche. Na und? Auch noch woanders hinschleppen können. In den Hinterhof oder so, wo man den absperren hätte können. Aber jedes Auto, das hier jetzt vorbeikommt, wenn hier eins vorbeikommt. Ja, da kommt einer. Ah, das sieht natürlich jetzt die Leiche. Ist natürlich nicht so besonders schön. Nochmal TAV schwer. Was haben wir jetzt? Ui! PKW-Brand. Da kommt einmal die 3. Holen wir einmal die 3. Und den Rüstzug von der 1. Also erstmal schalten wir die Wachampel an. Kommen die von oben. Jupp. Dann hätte ich gerne noch einen Streifenwägel drin. Kommt auch von oben. Und einen von hier hätte ich auch noch gerne. Ah ne, guck mal, der ist doch gleich da. Der ist doch direkt vor Ort. Zack. So, wir haben einen brennenden LKW. Das ist ja eher unschön. Mal, hast du... Du hast keinen dabei, ne? Kommst du gleich her. Absetzen. Ja. Zack, Verkehr umleiten. Du einmal bitte Blaulicht an. Was gibt's? Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Theoretisch reicht hier auch ein Streifenwagen, glaube ich. Aber nee, ich hol mal lieber zwei. Zwei ist sicher. So, ich gehe da noch nicht ran, weil das ist mir zu heiß. Ehrlich gesagt, weil der explodiert jeden Moment. Wenn ich es überhaupt rechtzeitig schaffe. Nein, du sollst in die andere Richtung. Du fährst nach dort. Du bitte nach hier. Das ist ja schon deine PA-Träger. Schnellangriff. Da ist er weg. Ah, der klappen kann. Mist. Gut, das hat sich denn gerade erledigt. Absetzen, dann könnt ihr jetzt auch arbeiten. Ist hier der Notarzt schon wieder da? Ja. Also als Abbruch für die 3, also für das TLF. Ihr könnt vor Ort bleiben. So, du hast dein Ding da. Jetzt ist die Frage, müssen wir schneiden? Wir gucken mal. Ich würde sagen, das kann auch der 2er übernehmen und der 1er fährt wieder zurück zur Wache. Damit der 1er schön frei ist. Aber ich glaube, den müssen wir schneiden. Mal sehen. Schnibbeln. So, Hauptquartier und Route 3 bitte. So, absitzen. Ja. So, aufschnippeln. Und ihr Status 2. Der ELW kann auch wieder rein. Genau. Ja, die Wache 3, du kannst auch so ausrücken und kannst auch wieder rein. Wie geht's dem? Dem geht's sehr gut. Den können wir dann auch direkt einladen. Wir brauchen aber noch einen Rettungswagen. Ein Rettungswägelchen, der nach hier fährt.
Oh, einfach eine Wache einzeln. Haben wir da überhaupt noch einen stehen? Jo. Fahrzeug 31. Ja, das ist jetzt. Ach, da. Oh, ein Kind. Ah, ein Kind. Ich brauche einen Notarzt. Hilfe. Ich habe keinen Notarzt mehr, Frau. Man muss der Vierer, Fünfer, Fünfer, Vierer, 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 Vierer da. Der Fünfer. Gibt es überhaupt eine 4? Nö, gibt's nicht. Aber noch 4. Pullraub. Wo denn? Gibt's hier keine Polizei? Hier gibt's keine Polizei. Von hier, du. Nach hier. Schon unterwegs. So. Hast du rausgeschnitten? Ja. Wird gemacht. Kannst du zurücklegen? Lalalalala. Alalalalong. Alalalalong. Long, 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 long. Wuhu. Absitzen. Du holst hier bitte einmal den. Und du steigst wieder ein und parkst dein Auto mal ordentlich. Kann doch mal gleich ordentlich parken, ne? Weiß gar nicht mehr, was war denn das überhaupt hier? Fraktur nach Sturz, brauchen wir gar keinen. Ne, brauchen wir nicht. Einsatzabbruch, würde ich dann sagen. So, du nimmst du den? Diese Autoübertragung, wie geht's ihr? Oh ja, eher so meh. Da rein. Sehr schön. Da, komm. Absitzen, Knarre raus und festhalten. Batz. Knarre raus, verhaften. Ja. So, also ich glaub's ja wohl. Ja. So, Status 2. Sehr schön. Guti, dann haben wir den ersten hier auch schon mal weg. Der ist ja nicht ganz so schwer verletzt. Und sie muss wahrscheinlich ins Uniklinikum oder was? Medikusklinikum oder ins Hochschulklinikum? Ja, zählt das unter Uniklinikum? Wir fahren Seekrankenhaus an. Weil wenn jetzt, sag ich mal, eine Mann-V-Lage kommt, ne? Nur als begleitet abkömmlich. Dann könnt ihr auch Status 2 machen. Ihr könnt wieder abreisen, weil ihr steht eh in die falsche Richtung. Fahrt ihr wieder die 1. Und du kommst auch mal ein bisschen dichter. Du fährst. Ah, Notarztbegleitung. War mir klar. Habe ich, beziehungsweise habe ich mir gedacht. So. Kommst du mal ein bisschen dichter. Kannst du ein bisschen ran schleichen. Weil jetzt ist ja einspurig wieder frei. So, wie geht's ihm hier? Achso, du kannst wieder nach Hause. Dich brauchen wir nicht. Trotzdem danke, dass du gekommen bist. Ja? Ne, ich hab bloß nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, weil ich nicht gemerkt habe, dass du vorbeigefahren bist. Tut mir doch leid. So, bisschen Verkehr leiten und du holst mal ein bisschen Abschleppdienste. So, einmal, zweimal. Bin unterwegs. Und dreimal. Sehr schön. Fangst du wieder ein. Ich bin wieder an. RT. Haben wir hier oben schon wieder einen? Jo, der ist wieder da. Wo liegt der denn? Da liegt er. So, du holst dir mal dein kleines Schätzchen hier. Aber nur ein kleiner Sturz, das macht ja nichts. Ist ja nicht ganz so schlimm. Wird umgehend durchgeführt. So eine Fraktur, das verheilt ja bei Kindern relativ gut. Also besser als bei, sag ich mal, so 80-Jährigen. Daher alles gut. Aber wenn es schlimmere Sachen sind, kardialer Notfall beim Kind oder so, das muss nicht sein. Finde ich. Auf dem Weg. Lalalala. Stell dich bitte an den Straßenrand. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, aber naja. Aber doch war ich, finde ich. Ja, wieder. Einmal unter Zugräumung. Steht er jetzt wegen mir da oder steht er da wegen der Ampel? Das ist die Ampel rot? Ja, die Ampel ist rot. Das ist jetzt die Frage. Fährt er weiter? Ja, okay, er steht nicht wegen mir da. Das ist gut. Sehr schön. Wie geht's dir? Oh, dem geht's ja supi. Da kommen schon die ganzen Autos. So. Wieso ist das eigentlich so ruhig hier heute? Das ist mir heute viel. Also im Spiel, der Ingame-Sound, das ist mir heute viel zu ruhig. Als würde hier was fehlen oder so.
Ich weiß zwar gerade nicht, was anders ist als zu sonst. Wahrscheinlich fehlen mir gerade hier die ganzen Motorengeräusche. Möp. Hier sowas fehlt mir, genau, so eine Arbeitsgeräusche. Ist hier einfach mal überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Schlimm. Keine Arbeitsgeräusche. So, akutes Abdomen, Bauchschmerzen. Bist du frei? Ja, du bist frei. Dann fährst du im Häuschen, ne? Habe ich hier noch einen Rettungswagen frei? Ich glaube nicht, nein. Das heißt, der hier muss kommen. So. Absetzen. Genau, diesmal kannst du es sogar ausmachen. Ist genehmigt. Liegt sie oder liegt sie hier irgendwo auf der Straße? Nö, müsste da drin sein, oder? Oder bin ich blind? Jo, da liegt sie. Oh, hat die Kleine den Rettungsdienst gerufen? Ach ja, Bauchschmerzen. So, dann kannst du mal euren Schützling aufsammeln. Fahren wir auch ins Waldkrankenhaus, würde ich sagen. So, und ab dafür. So, du hast auch aufgenommen oder abtransportiert. Dann könnt ihr wieder auf Streife gehen. Ja, auf dem Weg. So, jetzt hätte ich gerne mal ein kleines Feuerchen oder so. Auf welche Route schicken wir sie mal? Auf die 3. 1, 2, 3. Ja, müsste passen. Schon unterwegs. Stell dich da. Kannst du da bitte rückwärts einparken? Das wäre übel cool. So. Ja, vorwärts reinparken. Zack, Drehscheibe. So. Gut, nee, den brauchen wir gar nicht, aber ist egal. Wir gehen mit beidem rein, Trage und Rucksack. Und ja. Ja? Ach ja, momentan bin ich ja dabei, die Rettungsflieger komplett durchzugucken. Also alle Staffeln, davon gibt es ja... 8 Staffeln? Nee, warte mal, 8 Staffeln. Waren es 8? Waren es 12? 8 mal 8 sind 16? Ja doch, 8 Staffeln. 108 Folgen. Waren es 8? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Staffeln es gab. Es gab ein paar. Vielleicht waren es sogar 11 Staffeln. Ich glaube, ja, 108 Folgen in 11 Staffeln. Warte mal, das muss ich jetzt rauskriegen. Das lässt mich jetzt sonst nicht mehr los bis zum Ende der Aufnahme. Ja, es gibt 11 Staffeln und 108 Folgen. So. Jetzt wissen wir Bescheid. Coole Sache. So, dann gucken wir mal hier, ob ohne NA oder mit NA. Ohne NA. Aber gut, dass der gerade in der Nähe war. Oh, da läuft was. Da läuft was. Da läuft was. Da läuft was. Wo ist er denn? Da. So, da läuft was. Halt mal hier an. Ist er bewaffnet? Tatsächlich. Ich glaub's aber. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, so, gleich hier. Absitzen. Hol mal deine Waffe raus. Festnehmen. 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 Danke. Randale Bambule. Papa. So, einmal nach. Wo ist er denn? Schon unterwegs. Ach da. Ja, den kriegen wir doch, oder nicht? Was hat wieder da an? Hotel. Komm. Papa. Nein! Oh, fuck! Ich habe gerade fast gedacht, ich krieg das hin, ohne dass einer niedergeschlagen wird. So, komm, ich will dich alarmieren. Mach Lack. So, was ist hier los? Guck mal, ich krieg die ganzen Alarmierungen gar nicht mit. Gewaltverbrechen, akutes Abdomen. Was ist denn das da, Randalierer auf der Flucht? Ach so, der hat einen niedergeknüppelt. Ja, das erklärt mir so einiges. Was haben wir hier? Ja, du rückst gleich weiter durch nach hier. Wo liegt der denn? Ach, da drinnen, ne? So. Hast du Tatüter da an? Ja. Guti. Toll. Nicht rechtzeitig gekommen. Ach, Manu. Ach, Manu. So, dann können wir hier. Der ist schon wieder unterwegs. Den lassen wir mal da. Dann alarmieren wir mal den hier. Und wir müssen auch die Streifenabdeckung abdecken, ne? Ja, bin unterwegs. Stell dich mal an den Straßenrand. So. Oh, jetzt kriege ich Schluck auf. Woher das denn? Ich habe doch gar nichts gegessen oder getrunken. Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Ja? Es läuft immer nicht so, wie man sich vorstellt, ne? Gudi. So. So, wie wir das alles hier bewältigen und so, das würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an.
Und dann hoffe ich mal, dass wir auch einen, noch einen kleinen Brandeinsatz. Wäre ja auch mal wieder schön. Liegt der denn da? Liegt der? Oh, der ganze Boden versaut. Ach Mann, Leute. Was soll denn das? Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis dahin und tschüssi.